So, und da bin ich auch wieder zurück nach diesem unfassbar spannenden Spiel eben auf Cloud Kingdom. Jedet jetzt weiter mit dem Spiel Assassin's Creed gegen Spike. Wow, und das Ganze auf Shakuras Plateau PVZ Cross-Position. Unfassbar. Spike hier mit so einem ganz komischen P hier und einem komischen I. Naja, aber Assassin's Creed, auch den sollte man kennen, genauso wie davor den, wie hieß der denn nochmal im Spiel davor eben? Assassin's Creed ist hier? War auch so ähnlich. Irgendwas ähnliches war dabei. Kick-Assi! Genau. Den kennen wir ja auch. Auch das ist einer, der regelmäßig mal ein Replay rüber zappt, rüber schickt. Ja, ich habe jetzt auch wieder ein paar neue Namen hier bei diesen neuen Replays, die ich da angesprochen habe. Nicht neuen. Neuen Replays. Ja, da sind ein paar neue Namen mit dabei. Nicht, dass ihr gleich wieder denkt, ich habe schon tausendmal was geschickt und immer wieder kommt nur dieser Kick-Assi ran oder dieser Assassin's Ass. Das dumme Arschloch. Nein, das hat nur Spaß. Und ja, schauen wir mal. PVZ ist auf jeden Fall schon mal spannend. Shakuras Plateau, eine sehr alte Map. Ist das nicht mittlerweile auch noch eine der ältesten Karten, die noch gespielt wird? Die wird zwar nicht mehr aufgespielt, aber sie wird noch gespielt. Ja, lange Zeit war das ja Metalopolis. Bis die dann jetzt ja mal rausgenommen wurde. Ah, ich glaube, Shakuras und Tal Darim, das sind noch so mit die ältesten Maps, die es noch gibt, die aktuell auch noch in manchen Turnieren gespielt werden. In der Ladder sind sie auf jeden Fall noch drin. Ja, Ladder ist auf jeden Fall noch mit Shakuras und Tal Darim. Ansonsten ist schon lange, lange nichts Neues mehr gekommen. Sehr, sehr schade. Viele beklagen sich auch darüber, dass Blizzard da aktuell gerade überhaupt nichts macht. Da keine neuen Maps und so weiter. So, ja, da kam es auch nochmal ein Patch jetzt, aber in den Cups, man sieht ja nur noch Daybreak, Ohana, Cloud Kingdom. Das sind so die drei Karten, die man aktuell sieht. Und das ist halt langweilig. Daybreak, Ohana, Cloud Kingdom. Das sind so die drei Maps, die aktuell, ja, das Geschehen mehr oder weniger bestimmen. Nexus First hier von Assassin's Creed auf Shakuras Plateau gegen den Cross-Posi gespawnten Zerg. Ja, wie ihr ja wisst, kann man hier auf Shakuras Plateau nur quasi nebeneinander spawnen, quasi eine Close-Air-Position oder wie hier geschehen, eine Cross-Position. Gegenüber, also quasi Zerg hier, Protoss hier oder Protoss hier, Zerg hier, würde nicht gehen. Ja. Das geht nicht. Ich betone das jetzt auch mal so wie mein Fahrlehrer hier in der Fahrschule, immer in den Unterrichten oder auch beim Fahren immer. Das so blablabla, das geht nicht, meine Lieben, ja. Gibt's nicht, weil der Weg halt viel zu kurz wäre. Hier von dieser Rampe, klack, zur Natural, beziehungsweise zur Rampe des Gegners sind gerade mal 3 Meter Spuckweite hier. Das geht nicht. So, jetzt haben wir hier die Forge, eine Kanone und das Gateway. Nexus ist hier ready. Zack. War schon scouten, beziehungsweise ist hier mit dem Overlord drüben gerade angekommen. Ja, 2 Kanonen hier im Bau. Easy. Und Spike baut Drohnen. Spike geht tierisch los. Spike ist supply blocked. WTF. Morgen geht der Homestory Cup übrigens los, Leute. Also 19. Dezember und es ist sogar Alien Invasion Beteiligung diesmal dabei. Der gute AI Tara hat sich qualifiziert über den EU Direct Qualifier. Und hat da mal Leute wie Krrr oder Goody und Ziv und da waren noch 2, 3 größere Namen dabei. Aus dem Weg räumt der gute Tara aktuell sehr, sehr gut in Form, muss man sagen. Ja, Hanfi ist gerade ein bisschen krank. Headhunter ist gerade ein bisschen schulmäßig beschäftigt, genauso wie Core. Honor wisst ihr ja zum Großteil ja auch. Der arbeitet jetzt ja Vollzeit bei Homer J. Hat also dementsprechend auch nicht mehr so viel Zeit zum Spielen. Spielt aber auch immerhin, also ab und zu nochmal so ein bisschen. Dritte Base jetzt hier für Zerg. Und ja, dafür ist Tara jetzt halt mal ein bisschen aktiver. Seiplo ist ja gerade auch im Schulstress. Ah, die gibt es natürlich alle noch, ja. Aber manchmal
ist es halt mal ein bisschen ruhiger um den einen oder anderen Spieler. Da wird dann immer gefragt, ja, was ist mit dem? Ist er noch bei euch? Was macht er denn so? Warum sieht man den nicht mehr? Ja, ist halt immer mal wieder so. Ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja auch bei allen anderen Teams so. Der eine ist mal ein bisschen aktiver, dafür ist der andere inaktiver. Und dann dreht sich das Ganze mal. Das ist immer mal eine Zeit, wo sie alle ein bisschen aktiv sind. Es sind ja hier, wie soll ich sagen, so nicht so wirklich, ja, außer Real. Der ist ja gerade sehr hart aktiv, hat ja auch schon mehrere Weekly Cups in den letzten Wochen gewonnen, 3-4 Stück. Ja, Real ist, glaube ich, bei uns der einzige richtige berufsmäßige Pro, der nichts anderes macht, außer zocken. Ja, Tara, Honor, Saiplo, Headhunter, Core, die studieren ja alle nebenbei noch, so wie die meisten das so machen. Ja, auch so ein Hasu-Ops spielt ja hier nicht nur Fullzeit. Der hat ja auch noch sein Studium nebenbei. Overlord ist übrigens gerade gestorben. Ja, nur, dass ihr da mal Bescheid wisst. So, Zerg, beziehungsweise Protoss hier, Mars Gateway. Ein Robo mit dem Bau bei Zerg gibt es. Die ersten Roaches, Doppelgas in der Main, Doppelgas in der Natural. Hier ist es saturiert, in dem Natural noch nicht. Ah, jetzt geht's hier los mit dem Gas, alles klar. Alles klar. Aber der T2 ist sehr spät, ja. Evo-Kammer kommt auch. Also es ist hier so eine Art klassischer 3-Base-Roach mit, ja, so ein paar Timing-Fails. Ja. Aber ist ja auch nicht Grandmaster, Highmaster-Bereich. Das ist ja auch wieder irgend so ein Holzliga. Irgendwas zwischen Bronze und Platin vielleicht. Obwohl ich hier eher mal so an höchstens Gold denke. Ist aber auch egal, die Spiele sind ja meistens trotzdem spitzenmäßig. So, die Luken klappen auf, wie man hört. Twilight Council kommt, erster Immortal ist dabei. 1-0 hat er noch nicht angefangen. Hier noch gar kein Upgrade mit der Forge, das ist natürlich doof. Für den Assassin's Ass, während hier mal Spike ein paar Worker rüberschickt. Map Control hier übrigens. Ja, für beide mehr oder weniger ein Fremdwort. Keine Overlords von Zerg hier irgendwie um die Basis platziert. Keine Watchtower, kein Ling hier vor der Basis. Ja, auch umgedreht, kein Observer hier drüber. Kein Creepspread auch. Also das ist ja, vielleicht doch nur Silber. Aber von einem Goldspieler erwarte ich schon, dass sie hier so ein bisschen Map Control, Overlord, Placement... Aber ist ja auch egal, der Protoss kommt hier mit einer unfassbar starken Armee raus. Ja. Blingen Research beim Zerg gibt es Speed für die Roaches, Speed für die Linge, Armor Upgrade und ein +1 Missile Attacks für die Roaches und die Hydras und die Queens und was weiß ich nicht alles. Ja, natürlich auch noch für die Infested Terrans, falls es die noch geben sollte. Protoss will ja auch expandieren. So. Ja, mal gucken, wie viele Replays ich heute noch schaffe, denn es kommt gleich Pokal hier, Freiburg gegen Bayern auf ARD, das werde ich mir noch angucken. Braunschweig gestern richtig gut gespielt, dramatisches Spiel gegen FC Union Berlin, 4-3 gewonnen. Herbstmeister, Weihnachtsmeister, 12 Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Ja, also 12 Punkte Vorsprung auf Platz 3, quasi fast so wie die Bayern gerade in der ersten Liga. Braunschweig gerade sehr, sehr stark. Kumbela mit 3 Toren gestern. Boland, Bole, oder mit einem schönen Freistoßtor, was auch mehr ein Unglück war, aber sah gut aus. So, hier werden immer ein paar Tower geholt. Wie lange geht das euch noch? Achso, aha. Zerg baut Rodgers, Zerg baut Overseer. 160 Supply gegen 110. Jetzt gibt es hier nochmal einen Sporenkrabbler. Sporkrawler. So, schauen wir mal. Hier, er hier ist der Man of the Day. Hier. Wie sie alle hier am Checken sind mit einem Headbang. Hat das gerade gesehen? So, Mars Roach geht los. Was hat er dagegen? Ah, 4 Immortals, eine Menge Sentries. Also da geht was. Ja, da geht auf jeden Fall was. Slide, weitere Immortal sind im Bau. 2 Stück Double-Robo hat er, Bling hat er auch. So, und Zerg denkt sich, ich habe jetzt mal eine Randvoll Roaches gebaut, ich gehe jetzt mal los. Ah. Ah,
War jetzt nicht so doll für den Protoss hier am Laufen. Aber er hat die Morde zumindest in Sicherheit gebracht. Das ist schon mal ein guter Punkt hier für ihn. Und jetzt hat er hier alles auf der Rampe gekillt. Hat aber seinerseits auch alles auf der Rampe verloren. Der Zerg reinforced sofort mit 20 weiteren Roaches. Das war der einzig gute Move hier von Assassin's Creed, dass er die Immortal hier gerettet hat. Und reichen die jetzt hier aus? Riesenkonkave hier vom Zerg schickt den Protoss hier nicht in den Abgrund, sondern nach Hause. Zwei Immortal down, die Stalker sterben. Drei Stück sind noch da. Zwei Kanonen feuern noch mit dabei. Der hier hinten sagt, ich will auch mitmachen, ich will auch mitmachen. Macht Platz da. Und es reicht auch, weil der Zerg irgendwie die Reinforcements, wo sind die denn? Ja, die kommen jetzt hier gerade erst raus. Ja, und er hat auch halt keinen Creep-Spread, dass er das Zeug immer schnell rüberfletschen könnte. Ja, und dann sieht das Ganze wieder gut aus hier für Assassin's Ass. Wir gucken mal auf Unit Lost, da 5-1-4-4, Zerg leicht mehr verloren. Ja, das macht jetzt halt hier den Unterschied aus. Wenn er einen guten Creep-Highway gehabt hätte, wenn er den Rally-Point nach vorne gesetzt hätte und das kontinuierlich durch hätte drücken können, die Roaches, dann wäre da vielleicht was gegangen. Ja, aber wenn er jetzt einmal einen ordentlichen Haufen Units in die Hand nimmt, ein bisschen was kaputt macht, sich dann wieder zu Hause sammelt und dann auch nicht oder nicht schnell genug rüberkommt, ja, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Hier 1-0 Upgrades jetzt hier gegen gleich 2-2. Roach-only spielt er hier, der Zerg. Weiterhin auf drei Bases. Kein weiteren Tech, nichts. Kein Infestation Pit, kein, weiß ich nicht, Spire, Banding Nest oder Hydra-Bau. Einfach nur Roaches. So, Tunneling Claws, Burrow hat er durch. Hier gibt es noch ein paar neue Immortal. Insgesamt jetzt hier 7 Stück. Das ist natürlich ordentlich. 2 Attack Upgrade läuft. Oh, hier wollte er nochmal zu mit ein paar weiteren Gateways. Der feine Herr Protoss hat hier eine Probe eingebaut mit den Kanonen. Auch das passiert. Ja, Zerg nimmt sich mal eine vierte Base. So, schauen wir mal. Ob es jetzt hier so klappt. 197 zu 150. Aber hier so viele Immortal. Aber jetzt doch nicht wieder weglaufen. Macht doch ein paar nette Force Fields. Ah, vielleicht noch so hier so ein paar, dass das so stückchenweise durch die Force Fields durchschluppt. Ah, aber auch so, denke ich mal, sieht es ganz gut aus. Es sind einfach zu viele Immortal. Ah, die sind einfach zu stark. Ah, es sind zwar nur noch 5. Aber die traden halt einfach, das ist so effektiv. Na, was heißt so effektiv? Er könnte noch effektiver fighten, wenn er da gut Force Fields gesetzt hätte. Bling Micro läuft auf jeden Fall. Der Immortal ist halt einfach eine super effektive Einheit gegen die Roach. Wir schauen jetzt mal. Ja, jetzt hat es sich ein bisschen weiter in Richtung Zerg geschwenkt hier. 2000 mittlerweile Unterschied. Und der hat hier 30 Roaches gerade gebaut. Ja, aber die kommen alle jetzt erst, ne? Wenn die während des Fights, der Fight hat ja hier bestimmt eine halbe Minute gedauert, wenn die während des Fights gekommen wären, Leute, was wäre da wieder gewesen, die 30? Wenn der Haufen 30 Roaches während des Fights hier angekommen wäre, ja? Stichwort Creep Highway und eben Rally Point. Kollegen, auch Protoss hier mit der vierten Base. Es liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass Assassin's Creed hier so gut spielt, sondern dass der Zerg einfach scheiße spielt, ja? Natürlich ist das ja auch okay, was er hier macht, ne? Aber wenn der Zerg das mit dem Creep Highway und den Rally Points besser spielen würde, dann wäre das, glaube ich, nicht so glimpflich ausgegangen hier für den S. Ja? Ja, wie sieht sonst hier so aus? Hier so ein paar Kanönchen überall hingebaut. Robotics hier, 2 Stück. 3er Attack Upgrade. Zerg jetzt mit dem T3 und weiteren Roaches im Bau. 2-2 ist er stark. Ah ja, braucht hier den T3 für die 3er Upgrades. Ja, und nach wie vor Roach Only. Wenn er da jetzt nochmal einen Infestor mit einstreuen würde, ne, so ein paar hätte er ja mal bauen können. Er hat ja das Geld. Ist jetzt hier auch gleich auf 4 Basen. Beziehungsweise, ja, 3, 2,5, 3,5 hier. Hier läuft nur noch das Gas. Übrigens einer zu viel. Da sind sogar 2 zu viel. Ja, Roach und Fester, auch eine schöne Kombination. Ja, da ist auf jeden Fall Potenzial drin, also der ein paar Sachen anders macht. Schauen wir mal, 190, 197 wieder zu 169. Ein Stalker geht mal raus. Prüft mal die Lage. Oh, jetzt baut er sogar noch Kolossi hier. 2500 Overmints bei Zerg, das ist natürlich auch, das geht halt einfach nicht. Hat er doch keine Makro-Hedge und nix. Roach Power! Roach pur! So, jetzt geht's wieder los hier.
Na komm. Kurz die Mütze hier in den Weltraum geschossen. Ja, die Army Composition ist auf jeden Fall sehr stark hier. Hat hier schön Mix, Gateway Mix, Immortal, Kolosse drin, alles. Na, jetzt gibt's hier mal Spire und Pathogen Glance. Er hat jetzt mal irgendwo Infestation Pit gestellt. Ja, hier unten. Viel zu spät. Wahrscheinlich schon zu spät. Der Tech-Switch jetzt hier von Spike. Schauen wir mal. Vielleicht geht da doch noch was. Kohle hat er ja. Hat er auch Larven. Oh, 70 Larven hat er auch. Also die Voraussetzungen wären da, um das Ganze hier vielleicht abzureißen. Aber jetzt rennt er hier in die Kanonen. Ist hier, naja, mehr oder weniger gestackt. Kriegt er jetzt vielleicht nochmal den Nexus hier ein bisschen was abgerissen. Bis er hier mit den Gateway-Units ankommt. Ja, schön, wie er mit den Kolossen vorgeht. Um die Force Fields einzurennen. Ah, er kriegt hier ein paar Units kaputt. Ah, Zerg mit Uli-Höhle, 20 weiteren Roaches. Hat jetzt auch mal endlich ein bisschen hier gecreept, aber das ist alles zu spät. Ah, mittlerweile fast 6000 hier Units lost Unterschied. Ah, gut, er hat den Nexus verloren. Ja, er hat ein paar Broker verloren, aber die komplette Protoss-Armee steht noch. Ah, das ist hier der Knackpunkt. Die komplette Protoss-Armee steht noch und er hat jetzt hier auch 3er Attack-Upgrade durch. Chitinous Plating kommt jetzt noch, Greater Spire kommt jetzt noch, aber das wird zu spät sein. Jetzt hat der Zerg langsam gecheckt. Roach-Only klappt irgendwie nicht. Ich muss nur noch was anderes bauen, aber das wird zu spät sein. Protoss jetzt hier auf dem Gegenangriff. Ah, mit seinen Immortal, mit seinen Kolossen, mit seinen Stalkern. 2, 3 Sentries noch mit dabei. Er hat halt wieder nur Roaches stehen. Ah, da gibt es jetzt nochmal Corruptor, aber jetzt hat er kein Geld mehr. Ja. Er hatte eben noch 3000, ja, 2500. Er hat jetzt nochmal ein bisschen Gas ausgegeben, aber die Minzen sind komplett weg. Ah, das kommt alles zu spät. Er hätte exen müssen, als er noch die Zeit und das Geld dazu gehabt hat. Ja, das kommt jetzt alles nochmal. Jetzt legt er das, jetzt macht er das, was ich schon vor 10 Minuten gesagt habe, was er machen soll. Exen, creepen, anderen Tech bringen. Das klappt vielleicht in der Bronzeliga Mod Roach Only, darüber zu rauschen, wie man so schön sagt, ja. Aber hier den Assassin's S, den lässt man hier. Ah, der lässt sich hier nicht so leicht verarschen, ja. Die Corruptor stehen auch nur blöd rum. Der gute Ross, sind nämlich alle da oben. Ah, der eine geht vielleicht noch kaputt, aber bis dahin sind sämtliche Roaches Schrott. 110 zu 190 Supply. Der Zerg wird gleich unter 100 droppen. Unter 100. 100. 100. Unter 100. Nein. 98, 96. Naja, macht ja nichts. Hier drüben geht die Reise weiter. Protoss gewinnt. GG. Assassin's S gewinnt das Spiel gegen einen Zergi hier. Ja, der sich erst zum Schluss darauf besinnt hat, was er tun müsste oder hätte tun müssen. Wenn er das früher gemacht hätte, hätte Assassin's S vielleicht Probleme bekommen. Wie gesagt, wenn er da die ganzen, am Anfang schon, diesen Roach-Pressure aufrecht erhalten hätte können, mit Creep-Highway und besserem Rally-Point, dann wäre vielleicht der Zerg hier siegreich vom Feld gegangen. Aber so, es ist Assassin's S. Gratulation. Abonnieren, kommentieren, liken, alles anklicken, überall hinschreiben, was hinschreiben und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss, tschüss.